herzlich willkommen zur Mutviertelstunde am Internationalen Frauentag. Ja, seit 1921 wird am 8. März der Internationale Frauentag gefeiert. Ja, ob man das wirklich vielleicht nur einmal im Jahr machen soll, das werden wir sicherlich heute mal auch uns alle fragen. Ich denke nicht. Wir wollen heute natürlich vor allem über den Bereich Kunst und Kultur reden. Wie ist es denn da so mit der Gleichstellung der Frau? Aber ich denke, dass uns gerade jetzt auch die Corona-Krise wirklich gezeigt hat, dass wir, glaube ich, nicht so weit sind, wie wir das gedacht haben, oder sind wir zurückgefallen. Ich habe mir heute unglaublich tolle Frauen hier als Gäste eingeladen. Ich möchte sie jetzt gerne vorstellen. Maria Rauch-Kallert. Maria Rauch-Kallert, Unternehmensberaterin, Unternehmerin, Politikerin, aber vor allem Kämpferin. Ex-Politikerin und eine Kämpferin. Dann Ildiko Raimondi. Wir haben dich auch schon oft hier im Mut gesehen. Kammersängerin. Du bist jetzt auch, seit wann bist du am Mozarteum Professorin? Seit 2015. Seit 2015 schon. Seit 2015. Dann freue ich mich sehr, dass Maria Happel da ist, Kammerschauspielerin. Auch wir haben schon einiges hier im Mut miteinander gemacht. Und seit genau einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, leitest du das Max-Reinhardt-Seminar. Schön, dass du da bist. Dann Anna Knopp, die das Minetti-Quartett mitgegründet hat, auch hier im Mut einen eigenen Zyklus hat. Trotzdem würde ich dich als junge, frische Geigerin bezeichnen. Acelia Opak, Jungregisseurin, noch Studentin am Max-Reinhardt-Seminar. Auch du hast schon hier im Mut gearbeitet als Regieassistentin und wirst bald hoffentlich, wenn Corona vorbei ist, hier auch eine deiner ersten Regiearbeiten ablegen. Und dann freue ich mich auch sehr über Serafina Starke, eine junge Studentin am Mozarteum für Gesang und Geige. Ja. Ja. Und ich freue mich auch sehr, dass wir jetzt gleich Serafina Starke hören. Sie wird uns ein zum heutigen Tag passendes Lied aus Romeo et Juliette von Gounod, Je veux vivre, präsentieren. Und am Klavier haben wir Jirue Imaitsumi. Bitte, Serafina Starke. Je veux vivre, ne rêve que ma, ne rêve que ça.
Vielen Dank. Vielen Dank, Serafina Starke. Ja, Sie wissen, wir haben die Mutviertelstunde ins Leben gerufen, um mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, mit Ihnen, unsere Zuschauer und unsere Freunde und Freundinnen des Mut. Und Sie haben auch die Möglichkeit, weil wir live heute sind, also man kann das über Facebook live sehen, dass Sie uns Fragen zum heutigen Thema posten. Also bitte tun Sie das und unser Regisseur Otto wird mich dann darauf aufmerksam machen, wenn Sie die vielen Fragen stellen. Liebe Maria Rauch-Kallert, du kommst eigentlich aus einer Wirtshausfamilie, oder? Dein das ist Vater? Richtig. Ja. Ja, ja. Du hast zwei Brüder, ja. Hast zwei Töchter. Du bist dann quasi über die Pädagogik in die Politik gekommen, ja. Und dann jetzt zu deinem jetzigen Tun als Unternehmensberaterin. Du hast einmal gesagt, hinter jeder erfolgreichen Frau steht ein Mann, der sie verhindern will. Und aus Erfahrung kann ich sagen, was heißt einer? Ja. Dutzende. Ja. Dutzende, die versuchen, sozusagen einem irgendwelche Steine in den Weg zu werfen. Aber man kann entweder drüber springen, daran vorbeigehen. Aber selbst wenn man darüber stolpert, gilt nur eines: aufstehen, Krone richten und weitergehen. Wobei die Christine Marik ganz gern sagt, nix Krone richten, Schwert ziehen. Aber wie war dann wirklich der Weg dahin, dass du dich so einsetzt, jetzt vor allem auch natürlich in der Politik für Frauenrechte? Das war relativ logisch, wenn ich es so sagen kann. Ich bin überhaupt in die Politik gekommen, weil meine damals vierjährige Tochter 1974 erblindet ist. Mhm. Fast erblindet ist und ich versucht habe, für sie ein ganz normales, was immer schon normal ist, ein Leben in der Gemeinschaft, in der Schule, in der Universität zu ermöglichen. Und das war nicht selbstverständlich 1974 und es war ein permanenter Kampf und sehr rasch habe ich realisiert, dass Diskriminierung zwischen, also gegenüber behinderten Menschen sehr ähnlich der Diskriminierung gegenüber Frauen ist. Also die Mechanismen sind mehr oder minder dieselben. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, so mit meiner eigenen Emanzipation, späte 70er, frühe 80er Jahre, ich bin ja auch noch sehr traditionell erzogen, hat dazu geführt, dass ich immer kämpferischer wurde und irgendwann hat Herr Brussig gesagt, weniger wegen der Frauen, sondern wegen der behinderten Menschen, wir brauchen so Frauen wie Sie in der Politik und da bin ich dann 1983 in den Bundesrat, 87 in den Landtag und Gemeinderat, 92 dann als Ministerin für Umwelt, Jugend und Familie, dann Generalsekretärin und im Parlament und dann wieder Gesundheit und Frauenminister, also das Ministeramt und das war schon sehr, sehr spannend. Ich gebe es zu. Ja, ich habe es gern gemacht. Ja. Aber würdest du heute mit dem ganzen Bewusstsein, würdest du heute, glaubst du, anders unterrichten als damals? Ja, natürlich, Gott sei Dank. Also das ist ja nicht nur nach der politischen Erfahrung, jeder Mensch entwickelt sich weiter. Und ich war mit 18 begeisterte Lehrerin, ich habe sehr früh begonnen und habe dann meine erste Lehramtsprüfung erst 3 Monate nach dem, also nach meiner Matura gemacht, ohnehin schon die erste Lehramtsprüfung 3 Monate nach der Matura und das war für mich zum Teil großes Neuland, ich habe dann noch 3 Lehramtsprüfungen gemacht, aber das war, ich war es mit Leidenschaft und als das Angebot in die Politik kam, da hatte ich echte 16 Lehrerjahre hinter mir und 2 Kinder, die in der Zwischenzeit dann 13 und 10 waren, habe ich wirklich mit einem lachenden und einem weinenden Auge bin ich dem Ruf gefolgt. Ich habe dann die Geschäftsführung einer Sozialorganisation übernommen und das hat sich sozusagen aber mein Leben durchgezogen. Ich habe dann sehr viel Trainings gemacht für Frauen vor allem und immer noch, es ist immer noch das We-Mentoring, das Mentoring von Frauen für Frauen ist immer noch eines meiner Lieblingsprojekte im Club Alpha. Das ist etwas, was ich wirklich mit Begeisterung mache und Frauen können und sollen Frauen fördern, denn sie wissen am besten und haben sehr oft am eigenen Leib erfahren, wie schwierig es ist, sich in der Männerwelt durchzusetzen. Ja, danke. Maria, du bist jetzt eben im Max-Reinhardt-Seminar.
allem für den Bereich Schauspiel und Regie. Aber du bist natürlich eine viel gefeierte Film- und Bühnendarstellerin. Wie ist das beim Film? Es gab so jetzt vor kurzem in der Bühne, habe ich so einen Artikel gelesen, wie das Bild der Frauen, wie das vor allem Frauen im Alter zwischen, sage ich jetzt, 35, 40 und 50, wie ist es da bestellt? Naja, dieses Bild. Ja, das ist ja nicht nur beim Film so. Also ich meine, ich habe mich schon in den letzten Jahren auch, es ist natürlich immer ein Spiegel der Gesellschaft, aber wenn dann plötzlich die Ehefrauen auf der Bühne oder im Film einfach automatisch 15 bis 30 Jahre jünger sind, dann ist das einfach das, was einem da gezeigt wird, was die Realität ist, ja, und oder eben nicht. Ja. Also ich bin 3 Jahre älter als mein Mann, aber das ist eine große Ausnahme. Aber es wird uns einfach ja auch immer so ein bisschen so gespiegelt, ja, und natürlich ärgere ich mich dann, wenn ich nicht mit meinen gleichaltrigen Kollegen als Ehepaar auf der Bühne stehen darf. Ja, das hat ja klar. Jürgen Maurer hat das ja auch einmal, glaube ich, öffentlich gemacht, wo er gesagt hat, er will eigentlich einen Gegenpart als Frau haben. Ja. Ja. Und das geht halt dann immer weiter nach unten, also altersmäßig, und dem hat man nichts entgegenzusetzen, wenn man kein Typ ist. Ja? Also ich habe ja Glück, ich kann ja auch Kinder spielen oder Männerrollen. Also für mich ist das nicht so dramatisch. Ja? Aber für manche ist das natürlich dann doch ein Problem, ganz klar. Ja, und wie bereitet man dann eben Frauen, die einerseits Darstellerinnen werden wollen oder Regisseurinnen werden wollen, wie bereitest du sie darauf vor? Naja, was gibst du denn mit? Ich finde, wir müssen uns an die jungen Autorinnen halten, ja, die uns einfach die Stücke schreiben, die wir dann spielen und inszenieren können, weil die wissen am besten. Aber es gibt so wenig junge Autorinnen, die dann auch wirklich aufgeführt werden. Ja, das ist auch wieder ein Problem. Ja? Es gibt genug. Es gibt genug. Und das wäre vielleicht auch heute mal am Frauentag nochmal eine. Übrigens, in Berlin ist sogar Frauenfeiertag. Die haben frei. Ah. Ja. Also, ja, die sind uns schon noch ein Schritt voraus, wollte ich auch nur mal kurz anregen. Ja. Aber ja, vielleicht sollten wir dahingehend mal aufpassen und einfach sagen, wir wollen im Jahr auch mindestens 50% Stücke von Frauen aufführen. Ja. Ja. Oder Drehbücher, ja, von Frauen. Unbedingt. Ildikó, du bist ungarischer Herkunft, in Rumänien aufgewachsen, hast 2 Söhne. Ja, du hast 2 Töchter, du hast auch 2 Töchter. Ich habe auch 2 Söhne, also es gleicht sich aus. wie lange warst du eigentlich in Rumänien? Ich war bis zu meiner Matura und ein Jahr drüber, also bis zu meinem 19. Lebensjahr, ja. Und war ich in Rumänien. Wie hast du da so im östlichen Teil jetzt Europas, wie hast du da so das Frauenbild wahrgenommen? War doch sicherlich was anderes. Ja, es ist anders, nämlich in damaliger Rumänien, es waren die letzten Jahre der Ceausescu-Diktatur mit recht großer Armut. Aber es gab den Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht, denn die Frauen mussten hart anpacken. Und über diese Problematik habe ich eigentlich erst erfahren, wie ich nach Westen kam, um ehrlich zu sein. Natürlich habe ich da auch Geschichte gehört und gelernt und gewusst, dass Frauen sehr spät erst überhaupt die Möglichkeit gehabt haben, bei Wahlen teilzunehmen, oder dass sie sehr lange bis im 20. Jahrhundert eigentlich Eigentum des Mannes waren. Sie dürften auch nicht mal, auch in Österreich noch sehr lange nicht mal eine Arbeit annehmen, wenn der Mann nicht einwilligt. Und ich spreche jetzt nicht über, genau, und ich spreche jetzt nicht über 1800, sondern über 1900, ja, ein bisschen. Aber in Rumänien habe ich es nicht gemerkt, denn wie gesagt, es müssten alle einpacken, und Frauen waren gebraucht. Ich habe auch während meiner Ausbildung es nicht mitbekommen. Und ich muss auch sagen, vielleicht haben wir ein bisschen das Glück im klassischen Repertoire. Es haben große Männer dafür gesorgt, dass wir unentbehrlich sind. Mozart und Beethoven und alle, die schöne Opern geschrieben haben, wo auch Frauen
Rollen wichtige gibt. Ja. Also da ist noch ein bisschen die Welt in Ordnung. Allerdings, wenn wir jetzt schon über Besetzungen sprechen, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber eine Gesellschaft, die Jahrtausende eigentlich als Patriarchat funktioniert, es ist sehr schwer, eine plötzliche Veränderung zu finden. Wir sind aber auf dem guten Weg. Ja, aber also das war ja, also ich kann mich nur auch an auch nach dem Fall der Mauer in Ostdeutschland erinnern, weil natürlich die Kinder waren eigentlich quasi ab der Geburt, dann auch die Frauen waren nicht zu Hause, haben sofort gearbeitet. Wie war dann der Wandel? Hast du das auch irgendwie mitbekommen nach 89? Also ich bin regelmäßig in meine Heimat, weil meine Mama auch noch da lebt und ich bin eigentlich fast monatlich da. Es hat sich gewandelt in dem Sinne, dass der Druck noch größer ist, um zu arbeiten, weil man von viel mehr Armut angefangen hat. Und eigentlich ist eher die Richtung da, dass Frauen auch ein bisschen verdrängt werden. Aber dieser Versuch findet natürlich da auch statt, dass Frauen an Selbstbewusstsein gewinnen und auch selbstbewusster auftreten, wenn es darum geht, sich um einen Job zu bewerben, ja, oder auch um ihre Gehälter zu verteidigen. Das, ich kann jetzt nur über meinen Künstlerwert sprechen und da verdienen wir Frauen noch weniger als Männer, aber ich weiß, wie meine Männerkollegen um ihre Gage handeln und ich weiß, wie rückhaltend und zögernd wir Frauen sind, wenn darum geht, unsere Wert klarzustellen. Mhm. Ja. Anna. Also ich muss mal ein großes Dank ansprechen an alle Frauen, die seit 120 Jahren oder so wahrscheinlich schon kämpfen dafür, weil also ich sehe mich jetzt als mittelalt quiz in der Runde. Ja, und wir haben drei Generationen. Also ich gehöre jetzt leider nicht mehr so den ganz Jungen, sondern bin so halt mittendrin und muss sagen, also in meiner Ausbildung war das überhaupt kein Thema, also es waren überhaupt keine Probleme und in meinem Streichquartett, wir sind auch 50-50, also zwei Männer, zwei Frauen. Na, aber auf der Uni, ich meine, ich habe das muss ich sagen, habe ich jetzt nicht gern, also aber sag mir das, auf der Uni jetzt, gerade im Instrumentalbereich, gibt es da mehr Frauen als Männer oder ist es auch auf der Uni ausgeglichen? Nein, da sind schon sehr viele Mädchen gewesen, wie ich studiert habe. Also mehr Frauen, schon, oder? Mehr Frauen, ja. Mehr Frauen. Schon. Und dann schauen wir uns die Situation in den Orchestern an, in den auch internationalen immer mehr. Orchestern, ja. Es wird mehr, ja. Gut, da habe ich jetzt weniger Einblick, ich bin ja Kammermusikerin. Ja. Also, aber die jungen Orchester oder die neuen Stellen, die vergeben werden, das sind jetzt schon meistens an Frauen, was ich mitkriege. Also ich habe Kamerad, da habe ich gespielt oder Tonkünstler, das sind sehr, sehr viele Frauen schon. Und ja, aber das ist auch so gut fürs Orchester, weil sie auch optisch, die geben natürlich was her, spielen alle super, weil alle sehr jung und sehr fit sind. Und ich glaube, das ist schon eine Verbesserung und ja. Ja, aber ich glaube, die Wiener Philharmoniker müssen da schon noch ein bisschen dran arbeiten. Es gibt ja nicht so viele Stellen, die frei werden und man kann ja nicht die Alten raushauen, die schon gut und lang spielen. Aber es gibt insgesamt 144 Mitglieder und 18 sind derzeit Frauen von 144. Da ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben, weil nur im Vergleich, beim London Symphony Orchestra sind 82 Mitglieder und 34 Frauen. Also es ist schon ein bisschen ein Unterschied. Aber für dich ist aber das eigentlich, du musst sagen, für die ich reden kann. Nein, das ist sagen, aber auch es schön. Gibt auch sehr viele Quartette, wo schon vier Mädchen sind. Das ist halt dann manchmal, wenn die dann doch auch Mütter werden, wird es schwieriger zum Reisen. Es ist schon auch so, dass das dann eine Mehrbelastung ist für die Frauen. Aber ich muss sagen, unsere Geigerin, unsere erste Geigerin macht das hervorragend. Sie hat zwei Kinder und sie übt und sie macht die Reisen, organisiert alles und sie hat einfach Organisationsgenie irgendwie. Mhm. Und unser Bratsch hat auch zwei Kinder, für den ist schon viel schwieriger, alles unter einen Hut zu kriegen, ja, muss man sagen. Aber ja, wir schaffen das, wenn jetzt bald wieder mal hoffentlich Konzerte sind. Ja, das wird sicher. Also ja. Es muss. Azelia, ist das richtig? Azelia, ein wunderschöner Name. Danke. Du bist hier in Österreich geboren. Genau, ja. Deine Eltern kommen aus der Türkei, ich nehme an, du bist aber hier sozialisiert. Genau, ja. Also ich bin die dritte Generation. Mhm. Und ich möchte jetzt um Gottes Willen keine Klischees bedienen, ja. Aber trotzdem interessiert sich natürlich, ist deine Familie sehr traditionell? Wie war das? Wann bist du drauf gekommen, dass du als Frau den Beruf der Regisseurin ergreifen willst? Das ist schon...
Ja, nicht jetzt so alltäglich. Ja, ich bin eigentlich relativ früh drauf gekommen. Ich bin auch relativ früh drauf gekommen, dass es Regie ist und keine andere Position im Theater quasi. Wir sind Aleviten. Ich würde nicht beschreiben, dass meine Familie traditionell ist. Es hat auch nicht wirklich Relevanz gehabt in meiner Berufswahl, um ehrlich zu sein. Also es war natürlich neu. Also es gibt in meiner Familie jetzt keine anderen Angehörige, die eine künstlerische Laufbahn nachgehen. So. Und wie alt warst du wieder, wie du so ziemlich konkret wusstest, dass du gerade Regie machen möchtest? 16. 16, das war ein Regisseur, bei dem ich assistiert hatte. Also ich habe relativ viel assistiert. Das war meine erste Assistenz. Und er meinte quasi, dadurch, dass ich über alles eine starke Meinung hatte und mich eher über das gesamte Geschehen quasi beschäftigt habe, hat er gesagt, du solltest eher Regie machen. Mhm. Und war eigentlich ein männlicher Regisseur, muss man sagen. Okay, und jetzt während des Studiums, wie ist da bei euch so das Verhältnis? Ist das gleich, nehme ich an? Oder? Es ist gleich, wobei man eben sagen muss, dass es ja eine bewusste Entwicklung ist. Also ich glaube, dass da viele weibliche Dozentinnen dazu beigetragen haben, dass es ausgeglichen wird. Das Max-Reinhardt-Seminar war ja nicht immer so. Momentan sind wir quasi gleich aufgeteilt. Ja, aber es ist auch eben jetzt eine weibliche Leiterin, es ist eine Frau, die die MdW als Rektorin leitet, also da finde ich, kann man... Am Mozarteum auch eine Frau, ja, also das finde ich schon... Apropos Mozarteum, Serafina, ja. Apropos 16, ja, also du bist jetzt 20, nächstes Jahr wirst du auch dein Studium abschließen, du studierst aber auch Geige oder ist, genau, erzähl ein also bisschen. Ich studiere im 6. Semester Gesang und das heißt, nächstes Jahr schließe ich meinen Bachelor ab und im 2. Semester erst Geige und da muss ich noch schauen, das wollte ich eigentlich verkürzen. Mhm. Genau. Und wie stellst du dir jetzt so den Weg danach vor? Wie stellst du dir den vor? Ganz, was ist der Wunsch? Der Wunsch, ja, berühmt werden. Frau Raimondis Vorbild folgen. Ja, ja, ich glaube, so eine wirkliche Vorstellung bekommt man erst, wenn man dann wirklich abgeschlossen hat und in den Beruf irgendwie einsteigen möchte oder einsteigt. Ja. Weil die Universität ist ja doch so ein geschützter Raum. Genau. Aber für dich ist schon Gesang jetzt das, wo du weiterarbeiten willst und das ist jetzt auch mal dein Berufswunsch als Auf Sängerin. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe mit 12 in einer Oper mitgespielt und da habe ich die ganzen professionellen Sänger und Sängerinnen gesehen und ab da war für mich klar, dass ich Sängerin werde. Mhm. Großartig. Iliko, du hast ja so ein Förderprogramm ins Leben gerufen, ein Förderprojekt ins Leben gerufen. Ja, es wurde vorigen Sommer wurde ein Verein, nennt sich Freunde junge Künstlerinnen und Künstler, gegründet. Ich habe gemerkt bei meinen Studierenden, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben, dass sie plötzlich vor nichts standen, auch durch die Corona-Agenturen arbeiteten nicht. Sie haben kein Recht mehr gehabt auf dem Studentenstipendien und andererseits fielen auch durch alle Raster. Und eine liebe Freundin, Karin Meyer-Marterschläger, hat dann die Organisation in Hand genommen und es wurde recht viel Geld gesammelt. Und damit versuchen wir, im ersten Berufsjahr junge Absolventen, Absolventinnen und Absolventen Musikuniversitäten zu helfen, denn sie stehen wirklich vor nichts. Und ich fand jetzt, so wie Serafina auch sagt, was sie dann wirklich erwartet, wird sie erst wissen, wenn sie im Beruf einsteigt. Aber zu dieser recht herausfordernden Situation kommt jetzt noch dazu, dass man auch gar nicht weiß, wann unsere große Karussell, dieser ganze Kulturbetrieb, sich auch wirklich wieder mal in Bewegung setzt. Ja.
Und umso wichtiger finde ich auch, dass so wie Sie auch trotzdem man sich bemüht, so schnell wie möglich auch mit dem Studium fertig zu werden, denn auch das Kulturbetrieb ist wie ein Fluss, das Wasser muss immer wieder auch nachkommen, sonst wird irgendwann der See sich entleeren und das dürfen wir nicht vergessen. Also alles, was jetzt verschoben wird mit ein Jahr und noch ein Jahr, bedeutet für die, die schon im Beruf stehen, dass sie dann halt ihr Konzert nachholen. Ich habe jetzt Sachen, die von voriges Jahr auf 2022 verschoben wurden, aber es geht nicht nur darum, sondern es geht darum, dass der Nachwuchs auch wieder einsteigen kann und dass alles, was wir hier Jahrhunderte aufgebaut haben an Kultur, dass das erhalten bleibt. Aber was willst du jetzt auch als Mentorin, ja, auch jetzt zum Thema Frau sein, die Frau stehen, auch in diesem Beruf, was kannst du ihr da weitergeben? Ich möchte alle Frauen Mut machen zu diesem Beruf, der sicher nicht leicht ist und im heutigen Tage überhaupt ganz schwierig ist, weil man sehr wenig in einem Ort bleiben kann. Die Zeiten sind langsam vorbei, wo man einen Vertrag bekommen hat und 30 Jahre in einem Ort bleiben kann. Ich hatte noch das Glück, am Wiener Staatsoper jahrzehntelang Ensemblemitglied zu werden und so habe ich meine Söhne aufwachsen sehen. Allein das schon für Frauen ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Denn immer noch gebären wir die Kinder und nur wir können sie auch stillen am Anfang. Also das ist schon für unseren Beruf schwierig, wenn man 12 Monate mit Koffer unterwegs ist. Trotzdem entscheidet man sich für dieses Beruf, was das Schönste der Welt ist. Ich empfinde es immer noch so. Dann wirklich mutig und mit Selbstvertrauen und mit Selbstbewusstsein zu gehen. Und was diese ganze MeToo, was jetzt auch über, wie soll ich sagen, über das ganze Schattenseite des Berufes, was endlich mal auch aufgedeckt wurde, kann ich auch nur dazu sagen, für alle junge Mädchen, wehrt euch und geht eurem Weg, so wie es alle Menschen tun, die in sich glauben. Frauen und Männer, wir sind Menschen, sind freie Wesen und ich werde, soweit ich kann, auch meine Studierenden Mut machen, dass sie ihren Berufsweg mit gehobenem Haupt und mit offenem Herzen gehen. Hm. Maria, du hast auch, ich glaube, Familie, 2 Töchter. Wie, ja, also, was kann man da mitgeben? Wie schafft man das? Du bist eigentlich ständig unterwegs gewesen, jetzt aber immer noch zwischen Berlin, teilweise Schweiz, glaube ich auch, und dann wieder dein Film. Du hast einen wunderbaren Mann, du hast wunderbare Töchter. Was kann man da auch weitergeben, dieses Vereinbaren, wo man jetzt doch sieht, wie ich das vorher auch schon gesagt habe, quasi jetzt Corona hat uns gezeigt, es liegt einfach wieder bei den Frauen, dass sie alles managen müssen, dass sie alles irgendwie, sie schneller sind vielleicht, dass sie besser organisieren können. Ich will gar nicht das Wort besser jetzt in den Mund, aber dass sie einfach das gut können. Ja, ich glaube, es ist sicherlich eine Frage der Disposition, ja, und zwar jeden Tag aufs Neue. Aber bei uns hatte sich das irgendwie ganz gut eingespielt. Es war mir immer klar, dass wenn man alles will, muss man natürlich auch wahnsinnig viel dafür tun, ja, und ich wollte den Beruf, ich wollte die Karriere, ich wollte die Familie und ich wollte Kinder und es war mir klar, dass das nicht leicht wird und es müssen bestimmte Dinge natürlich zusammenspielen und ich habe wirklich das Glück, dass mein Mann einfach mir sehr viel den Rücken freigehalten hat, also an dieser Stelle vielleicht auch mal ein Appell an die Männer, das ist toll und er sagt, er vermisst also nichts in seinem Leben und er ist dankbar für jede Minute, die er seine Kinder durfte aufwachsen sehen, weil ich manchmal bedauere, sage ich, war doch sehr viel weg und so, also das ist die Kehrseite, aber er hat das unglaublich toll aufgefangen und hat mir die Tür aufgehalten und ich durfte den Weg gehen, ja, und das hat uns auf eine Art auch sehr zusammengeschweißt und wir sind mit dem, wie wir es gemacht haben bis jetzt, also weiß man ja nie, wie das weitergeht, aber sind wir sehr glücklich geworden, ja. Ist das für euch, jetzt wenn ich euch beide da jetzt und auch Serafina ansprechen darf,
Wie hat man da, was für einen Zustand hat man eigentlich? Man will natürlich in seinem Beruf sehr erfolgreich sein. Was spielt da das Thema, dass ich mal eine Familie haben will? Ist das schwierig? Wie stellt man sich das vor? Oder wo würdet ihr euch Unterstützung wünschen? Also ich glaube, dass natürlich die aktuelle Situation einen Einfluss hat auf die Frage bei mir. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, eine Familie zu gründen, weil ich weiß, dass das Max-Reinhardt-Seminar natürlich die 4 Jahre auch gewissermaßen ein Schutzraum ist, wo es Gleichberechtigung gibt. Ich bin mir sehr bewusst, dass es nach dem Abschluss nicht immer so wird und ich bin eigentlich sehr bereit für einen Kampf, der auf mich zukommt und ich sehe das als Auftrag, dass ich da nebenbei eine Familie gründe, ist momentan scheint für mich unmöglich zu sein. Natürlich, wenn sich das ändert, dann würde sich natürlich diese Frage auch für mich anders beantworten. Ja, gute Antwort. Aber es ist trotzdem so, das habe ich mir auch mal da raus, dass 78% der Theater, Opernhäuser, Konzerthäuser werden immer noch im deutschsprachigen Raum, ja, es geht um den deutschsprachigen Raum, von Männern geleitet. 75% der inszenierten Stücke werden von Männern geschrieben, ja, zum Thema Autorinnen. Und 70% aller Inszenierungen werden von Regisseuren inszeniert. Und natürlich muss man sagen, ist die Besetzung von Positionen, damit ist es ja nicht getan. Also es geht ja quasi weiter, weil ich vergleiche das oft mit männlichen Kollegen und mein Eindruck ist, dass männliche Regisseure freier sind in ihrer künstlerischen Laufbahn, also sowohl in der Stoffwahl, in der Stückinterpretation. Bei Regisseurinnen ist es oft so, sie sind zuerst Frau und dann Regie. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die künstlerische Arbeit, weil man möchte ja mit dem Handwerk, mit der Profession existieren und erwartet wird aber immer eine weibliche Handschrift dahinter. Und das geht quasi, die Fragen gehen weiter und ich sehe das schon als Auftrag, dass ich, und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich am Max-Reinhardt-Seminar aufgenommen worden bin, dass ich quasi einen professionellen Beruf ausüben kann. Ja, aber man sieht einfach, dass, das finde ich jetzt ganz toll, weil man sieht einfach, dass in der Ausbildung ganz klar darüber auch gesprochen wird und dass das ein ziemliches Thema ist. Aber wie ist das bei dir, Serafina? Also bei uns ist das eigentlich nicht so ein großes Thema. Mhm. Wir sind auch Männer, Frauen, 50-50, aber bei uns ist es ja eben, wie Frau Raimondi gesagt hat, also ein hoher Koloratursopran kann nicht durch einen Mann ersetzt werden. Zum Glück, ich bin froh drüber. Genau, deswegen ist das auch wirklich kein großes Thema bei uns, also zumindest in der Gesangsabteilung. Ja. Maria, du gibst Männern Unterricht in Feminismus. Ja, es haben sich nur nicht sehr viele dafür angemeldet, bedauerlicherweise, aber doch einige. Ja. Ja. Und zwar, also, wie kommt da ein Mann zu dir? Also, wie kommt es dazu eigentlich? Nein, ich habe das für ein Unternehmen gemacht. Ja. Das war ganz spannend. Ich habe für eine Privatbank, für eine kleine, ein Mentoring-Programm gemacht, ein Inhouse-Mentoring, also wo die Mentees und die Mentoren aus dem eigenen Haus kamen, Mentorinnen und weibliche Mentees. Und da habe ich eingebaut ein Seminar, das nur für die weiblichen Mentees war. Und das haben irgendwie die Männer mitbekommen. Und bei der Feedback-Runde am Ende des Jahres wurde beschlossen, dass es eine neue Runde geben wird und dass das Programm in einer anderen Form auch noch einmal für diese Gruppe weitergeführt wird. Und da kam die Frage, es gab doch ein Seminar, nur für einen Workshop, nur für Frauen. Warum nicht auch nur für Männer? Und daraufhin habe ich gesagt, wenn die Frau Generaldirektor das befürwortet und der Vorstand, dann würde ich das selbstverständlich anbieten. Und so kam es zustande. Okay. Und es war dann sehr spannend. Es haben sich natürlich gerade die gemeldet, die ohnehin schon 2 Schritte weiter war. Daher mein Rat an die jungen Frauen, sucht euch genau aus, wen ihr heiratet oder wen ihr euch als Vater eurer Kinder aussucht. Also ich habe ein besonders gutes Exemplar an Schwiegersohn bekommen. Also meine Tochter, da habe ich wirklich immer gesagt, bedank dich 2-mal am Tag bei deiner Schwiegermutter, dass sie ihn so erzogen hat.
was dazu geführt hat, dass mein Enkel sich zum zweiten Geburtstag eine Puppenküche gewünscht hat und zum dritten Geburtstag einen Putzwagen. Mhm. Und die Enkelin, als sie zwei Jahre war, habe ich gesagt, und was könnte sie brauchen? Hat meine Tochter gesagt, es fehlt uns noch der Werkzeugkasten. Sehr gut. Gibt es irgendwelche skurrilen Erlebnisse zu dem Thema Frau? Ich glaube, da gibt es bei dir so, was du so in deinen Bewerbungen oder wie du dich als Schauspielerin beworben hast. Oder gibt es da irgendetwas, wo du sagen könntest, das war schon ein sehr... Naja, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Also, dass ich damals halt bei meiner Aufnahmeprüfung von Frau Ida Ehre damals... in Hamburg. In Hamburg. Abgelehnt wurde und einfach, weil sie mir damals gesagt hatte, für mich wird es keine Rollen geben am Theater, weil ich ja gar kein deutscher Typ sei. Und zudem müsste man entweder temperamentvoll oder originell sein, aber leider sei ich von beiden nichts. Also wir haben dann Jahre später uns getroffen, nachdem ich relativ schnell eine große Frauengestalt spielen durfte, nämlich Edith Piaf. Ja. Mhm. Sie kam zu der Premiere, weil meine Partnerin, die damals mitspielte, da war sie die Trauzeugin auf der Hochzeit. Also die kannten sich und da musste sie dann dieses Urteil revidieren. Ja, und hat sie auch getan und ja. Also war doch eine Frau mit Größe, aber das gibt es ja halt auch nicht immer. Es gibt immer solche und solche. Ja. Anna, wo siehst du die Zukunft? Hast du eigentlich schon gesagt, für dich ist das... Also bei der klassischen Musik ist jetzt immer mehr auch so, dass man eben so Komponistinnen anfängt auszugraben, also schon seit 10, 20 Jahren. Und das trägt halt jetzt langsam Früchte und es gibt wunderschöne Sachen, nur es ist wirklich schwierig, wenn man sich dann wirklich in Bibliotheken zurückziehen müsste. Und weil das meiste Repertoire dann von den Frauen doch Klavierrepertoire und das wunderschöne Lieder sind, aber für Streichquartett gibt es dann doch eher wenig. Mhm. Weil die Frauen haben damals halt eher Lieder und Klavierstücke komponieren dürfen für den Hausgebrauch, aber halt nicht so öffentlich. Aber in Schweden zum Beispiel, unsere nordischen Managements, da ist es jetzt schon Pflicht, dass man eine Komposition von einer Frau im Programm hat, sonst darf man gar nicht kommen. Ja, bei Schweden ist überhaupt. Also ich meine, ich war vor ein paar Jahren in Schweden, vor drei Jahren in Schweden, ich war wirklich begeistert, weil es so eine Selbstverständlichkeit ist, dass man einfach Männer ganz normal, es waren so viele Männer mit Kinderwagen unterwegs und hier in Österreich, wenn ich so am Spielplatz bin, habe ich immer noch das Gefühl, wenn ein Mann mal quasi in Karenz ist, dann lässt er sich auch feiern, dass er das tut. Das ist unglaublich, wirklich. Ja, und ich meine, ich bin natürlich glücklich als Streichquartettspieler mit den wahnsinnig tollen Werken von Beethoven und Schubert, es gibt schon so viel und jetzt war es bei mir nicht die Priorität, da auszugraben. Aber es gibt wirklich schöne Sachen und ich fange jetzt auch an, eben langsam ein bisschen schöne Stücke zu suchen. Und es gibt sie ja. Werden hoffentlich hier im Mut dann auch. Ja, also bei den Zeitgenössischen hat es ja schon gut funktioniert. Da haben wir jetzt auch schon eine Frau dabei. Und früher war es ja immer so, dass man eigentlich die zeitgenössischen Komponisten fördern musste und wollte. Und dann war es so, dass man bei Wettbewerben musste man immer was Modernes schon spielen. Und so hat man der zeitgenössischen Musik auch den Raum gegeben. Und mittlerweile ist es so, dass man eben den Frauen dann auch, also wir hatten jetzt einen Auftrag, einen Kompositionsauftrag, da war explizit eine Frau und ein Mann müssen komponieren. Mhm. Jetzt haben wir das kurz nach dem Lockdown dann unsere neuen Urführungsstücke gespielt. Und sehr interessant, weil die doch sehr verschieden an den gleichen Kompositionsauftrag zugegangen sind. Und ich finde es wahnsinnig interessant, diesen Vergleich zu sehen und einfach das Potenzial von beiden Seiten zu fördern. Also man darf die Männer jetzt auch nicht diskriminieren. Wir haben zum Beispiel bei der Karenzvertretung für unsere erste Geigerin dann explizit nur nach einer Frau gesucht. Es war auch ein bisschen unfair den Männern gegenüber, aber ja, es kommt beides vor. Zum Abschluss, Maria, geht es dir schnell genug? Ja, absolut nicht. Absolut nicht. Es gibt einen Gender Equality Index in der Europäischen Union. Der hat sich 2006 begonnen. Wir hatten damals auch wir haben dieses Institut geschaffen in meiner Zeit, also die europäischen Frauenminister. Mhm. Und 2006 haben die den ersten Index gemacht und 2016 hat sich die Schere, die war so bei 62, irgendetwas, auf 66, also um 3,2% reduziert.
Wenn man das jetzt nachrechnet, in 10 Jahren sind wir, bis wir die 100% erreichen, brauchen wir schlanke 80 Jahre. Und ich habe mir gedacht, okay, meine Töchter sollen das erleben, wofür wir kämpfen. Dann habe ich auf die Enkelin gehofft, die hat gestern ihren 14. Geburtstag gefeiert. Ich fürchte, auch da wird sie für ihre Karriere zu alt sein, um das noch voll genießen zu können. Aber wir müssen wirklich beschleunigen. Und jetzt, ich bin seit vielen Jahren eine Verfechterin der Quote und sie ist nicht elegant, aber sie wirkt. Und überall dort, wo es sie gibt, beschleunigt sie das Tempo. Und wir haben einfach nicht so viel Zeit, um auf 50% des Potenzials in der Wissenschaft, in der Kunst, in der Politik, in allen Bereichen des menschlichen Lebens zu verzichten. Und daher Frauen in Führungspositionen, die wiederum schauen, dass Frauen nachkommen, aber auch Männer in Führungspositionen, die sich bemühen müssen, Frauen zu fördern, bis wir die Gleichheit oder die Gleichstellung erreicht haben. Wir wollen ja nichts Unanständiges. Wir wollen 50% der Macht, 50% der Positionen. Arbeit haben wir ohnehin 80% schon jetzt. Und die würden wir gerne ein bisschen an die Männer abgeben, so Familienarbeit und Kindererziehung und so. Das wäre dann ein fairer Deal. Ja, also ich denke, wir sitzen jetzt hier im Mut, in einem Konzertsaal, in einer Kulturinstitution, und das sollte man auch noch mehr auf die Kultur, wo man sich immer denkt, das ist ja alles so super und selbstbestimmt, und gerade in der Kultur, finde ich, sind Frauen in Führungspositionen immer noch sehr rar gesät. Also das wünschen wir uns, glaube ich, auch alle. Es ist eine Viertelstunde, ist bei uns immer länger als eine Viertelstunde, es ist jetzt schon eine halbe Stunde. Ich möchte mich bei euch allen wirklich herzlich bedanken, dass ihr da wart. Und jetzt freuen wir uns noch auf Ildiko Raimondi, an der Geige Serafina Starke, am Klavier, muss ich wieder schauen, Hiroe Imaizumi. Und wir höre ich Simbalklänge aus Zigeunerliebe von Franz Leha.
Abmoderatorin. Ist schon aus? Sag ich noch was? Ja, ich wünsche Ihnen zu Hause auch noch einen wunderbaren Internationalen Frauentag. Feiern Sie sich selbst und feiern Sie mit Ihren Freundinnen und Freunden und Männern und Familie und Söhnen und Töchtern und allem. Und wir sehen uns bald wieder im Mut oder, wenn wir noch länger geschlossen haben müssen, bei der Mutviertelstunde. Dankeschön.